Moin moin Leute, ich bin es wieder, der Misanthrop. Willkommen zurück zu Dead Space 3. Mit mir immer noch Matt Murdock im Skype. Jo. Wir versuchen weiter auf unmöglich zu überleben. Was unmöglich ist. Ja, fast. Ah, guck mal, eine Kiste. Hey. Toll. Fahren wir erstmal wieder nach unten. Warum auch nicht? Aufzug fahren macht Spaß. Genau. Außer wenn jetzt gleich so ein Necromorph hier reinplatzt. Bam! Und wieder aufwärts. Das sieht aus wie so eine Heckenschere, die da vorne dran aus. Bloß dass ja, die Zähne aus Laser bestehen. Was hab ich denn hier noch? Hier, irgendwas Lustiges. Die sieht nice aus, ey. Moin moin Leute. Du hast es gefunden. Oh, Ellie, Baby. Ich wusste bis zum Sturm zu sterben. Ellie, Baby. Ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clarke. Es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos. Unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Sie wirklich das Markerskript geschickt. Die kommt mir bekannt vor, die Schwatte. Ich habe eine Schauspielerin. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Warum hat Ellie zwei Augen? Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Welche meinst du jetzt? Ellie? Nein, noch ja, ja. Aber wir müssen den Marker stoppen. Die Schwatte. Die Spur endet die am Ende. Schauspielerin. Ellie erstmal hat die Augen und an die Wände Markersymbole. Irgendwie ist die Kleidung sehr unpassend, oder? Wir können erst sehen, was sie bedeuten. Dann ist etwas größer geworden, oder? Fülliger, ja. Vielleicht ist es aber auch bloß ein Space Push-Up. Das Vakuum hier drin, ne? Ja. Lässt die Implantate anschwellen. Ja, aber keine Ahnung. Ach, Isaac, du arme Sau. Niemanden schert ihr Liebesleben, Marker Boy. Kapitel 4 schon. Geht aber schnell. Oh, liegt Muni überall. Genau, Textlog. Das System ist extrem weit entfernt, jenseits aller Siedlungen. Es war immens riskant. Ich glaube, der hat Capslog angelassen. Geschrieben. Die Waffe etwas verbessern wieder. Kann man auch Plantin wieder rausnehmen, ja, ne? Ich hab keine Ahnung. Okay, das klingt ja schon mal sehr nett. Ach, auf R. Nee, ich frag mich wirklich, warum Ellie zwei Augen hat. Eigentlich hat ihr Strauss hier ein Auge ausgestochen. Aber ich meine, wir sind ja in der Zukunft, ne? Plasma-Kern gefunden. Ja gut, ne? Wir sind in der Zukunft. Ja, eigentlich wäre das kein Problem, so ein Auge zu ersetzen, aber wäre trotzdem schön, wenn man das irgendwie erfahren würde. Modifiziere das Upgrade dieser Waffe. Was ist das denn? Was macht was? Was? Ich blick grad nicht durch. Mit den Waffen. Es ist etwas noch kompliziert, aber. Ich kann das untere Tool entfernen oder ein neues Tool erstellen. Wenn ich das hier mache. Ich
Hä? Oh, ich kann Waffen und okay, die kann man schon mal herstellen. Kann man Platinen. Ah, okay, da kann man Platinen hinzufügen. Das heißt, was ist das hier? Nachladen, Feuerrate, Schaden, Clip hinzufügen. Wir haben jetzt bloß Nachladen und Feuerrate. Die haben gute Waffen. Und nachladen baller ich auch eine Plasma-Kette. Okay, ich glaube, uns fehlen noch einige Waffensachen. Wir sind ja auch noch am Anfang des Spiels. Aber dass wir jetzt schon zu. Dass wir jetzt schon in. Plasma. Was? Plasma-Kern? Ja, den habe ich gerade eingesammelt. Macht denn diese wunderschöne Waffe? Achso, Projektiltyp. Militärische Waffe. Was haben wir da? Ein Tool zum Schneiden, das ionisierte Plasmabrennstoff abfeuert. Ich glaube, das ist Flammenwerfer. Antriebsmotor zum elektrischen Schweißen mit Starkstrom. Achso, das Ding. Linker Waffe ist fast modifiziert. Ach so, okay. Die einfache Strahlenkanone kann ich schon kaufen oder bauen oder. Munitionsclip kann ich schon erstellen, dafür braucht man Altmetall. Okay, Medipack kann man erstellen, dafür braucht man irgendein Gel. Stasepack kann man auch selber basteln. Ach, guck mal, was ich hab. Wow! Das Ding bloß weg von mir. Hast du den Ripper gebaut oder was? Ne, das war die Waffe mit dem Pack. Ah, okay. Ist ja fast ein Ripper. Okay, wir wollen keine Zeit verschwenden. Weiter geht's. Ja. Ab in den Aufzug. Warum müssen wir wieder in den Aufzug? Isaac, es tut mir leid. Es passiert im Moment so viel. Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig! Ich habe dich nie aufgegeben! Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt! Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, mir geht's um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also? Als ob ich eine Wahl hätte. Und jetzt? Das ist super, ey. Da rettest du der Ollen auf der scheiß Brawl den Arsch, ey, und machst und tust und. Was ist das? Oh, scheiße. Es lebt! Okay. Was? Fuck. Oh, scheiße. Da, geh zur Seite! Ich glaube, wir haben es gemacht. Ach hier, dreh mal dran. Oh, Tentakel. Ich habe wieder hier 1000 Kuh in die Lava. Okay, hier auch. Hier müssen wir auch noch rein. Wo drehst du? Nee. Nicht viel. Oh, hinter mir. Warte. Nein.
Hilfe! Fuck, fuck, fuck! Super, danke. Ich schaue, dass man direkt zweimal daneben schießt. Ja, ja. Super. Ich hab mich voll in den Arsch gerettet. Hinter dir. Lass das Ding jetzt mal los. Der Dackel. Der hat keinen Schaden. Dreh dran! Du ja, du ja! Dreh erst mal dran. Ich mach das Tiefenblatt. Warte, warte, warte. Ja, ja, halt dran, halt nach unten. Dann hab ich gleich keine Muni mehr. Na ja. Krieg ich schon irgendwie gebacken. Ich hätte mir Munition herstellen sollen, ey. Fuck, ey. Wir machen das schon. Wenn nicht, kannst du ja immer noch mit deiner Säge drauf holzen. Ja, die habe ich jetzt auch erstmal genommen. Vielleicht kann ich den ja so Körperteile besser absägen. Man weiß es nicht. Ich komme aber immer aus meiner Windows-Taste. Wieso? Weiß ich nicht. Nein! Nein! Du hast es doch geschafft. Ja, du fliegst da einfach durch. Ich bin auch einen Meter hinter dir. Bereit? Ey, das Ding ist gut. Du bist ja furchtbar. Ich? Zersäg sie einfach. Das waren auch mal Menschen. Es war einmal. Ach, komm hier, Aufzug anmachen. Aber das Ding ist gut, ey. Wenn die Viecher davor. Okay, müssen wir was hacken hier, oder? Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Okay. Was muss ich denn machen? Du musst hoch. Ich bin der Blaue, du bist der Hellblaue. Drück Maustaste. Okay, und jetzt zum nächsten. Und zum nächsten. Wir sind ja voll synchron, ey. Extrem hacking. At its best. Aber der Tripper-Ding ist nicht schlecht, ey. Das muss ich sagen. Das Tripper-Ding. Das Tripper? Das Tripper-Ding ist nicht schlecht. Warum müssen wir immer Pause machen, wenn wir in einem Aufzug sitzen? Ich verstehe das nicht. Es ist ein Zeichen. Mach lieber jetzt Pause. Das ist die Spannung. Weiter, der. Ihr habt noch nichts gesehen. Nein. Ihr kennt den Spruch, was uns hinter diesen Aufzugstüren erwartet, seht ihr in der nächsten Folge Let's Play 3. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss. Tschüss.